Der Niki für das Team des Jahres geht an Lara Fadlau und Lukas Mehr. Es ist eine unfassbar große Ehre. Wir haben so viele tolle und herausragende Sportlerinnen und Sportler in unserem Land. Und dass wir uns jetzt auch in diese Liste eintragen dürfen, ist natürlich ein Wahnsinn. Okay, danke. Es gibt nichts Schöneres. Also das war absolut unglaublich. Mit den Standing Ovations so viele unglaubliche österreichische Sportlerinnen und Sportler. Hat mich wirklich fasziniert, wie er allein beim Training, wirklich wie ehrgeizig er da war und sehr inspirierend auf mich gewirkt hat. Und ich glaube, da spreche ich für viele Leute auch hier in Österreich, dass er sicherlich eine Inspiration war. Und ja, du kannst wirklich sehr stolz auf deine Karriere sein. Wir unterstützen Sport seit Jahrzehnten als österreichische Lotterien und ich kann nur versprechen und garantieren, dass wenn wir die Lizenz in einigen Jahren bekommen, dass wir das weiterführen und vielleicht noch weiter ausbauen können, um Sport noch stärker und noch besser und noch gesünder und verbindender in Österreich zu machen. Der Niki für den Sportler des Jahres, präsentiert von ACB Therapie, geht an Valentin Bontus. Es ist natürlich eine extrem erfolgreiche Saison mit WM-Bronze, Olympiagold und noch dazu dem Sportler des Jahres. Das wird nicht jedes Jahr passieren, deshalb muss man da irgendwann am Boden bleiben. Ich nehme natürlich mit als Motivation für die nächsten Jahre einfach, dass ich weitermache, dass es auch so weiter bleibt, wie ich es halt gemacht habe. Der Niki für die Sportlerin des Jahres, präsentiert von Bridgestone, geht an Victoria Hudson. Ich habe das eben vorher eigentlich nicht erwartet. Man träumt natürlich oder man hofft, aber dass es dann wirklich passiert ist, ist halt ja, eine total schöne Überraschung. Ja, Olympia ist einfach geil, sowohl im Winter als auch im Sommer. Und ich habe jetzt die Chance gehabt, ein paar kennenzulernen, was richtig, richtig cool war. Und ja, ich hoffe, dass ich im Laufe des Abends noch so viel wie möglich kennenlerne. Es ist schon sehr besonders, wie du es richtig gesagt hast. Ich glaube, ein richtiges individuelles Stück, das wir in den Händen halten dürfen. Und es bekommt einen ganz speziellen Platz. Und wenn wir natürlich auch noch Spitzensportler und Sportlerinnen dann wirklich ehren können heute Abend, dann ist das. Weil wir wissen alle, wenn man einen Niki wirklich gewinnt, dann bedeutet das etwas. Und das steht auf einer Liste und es geht nie wieder weg. Und das ist wirklich cool. Ja, macht mich total glücklich und sehr stolz und ja, auch berührt mich auch emotional sehr. Ich glaube, ich sprich für uns beide. Es ist sehr schön und eine so große Anerkennung. Es haben sich so viele für uns gefreut. Also ein schöneres Gefühl gibt es gar nicht. Ja, ist schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Die wird auf jeden Fall einen sehr, sehr speziellen Platz daheim haben.